heute bei Wer weiß denn sowas? Die Amigos, Karl-Heinz Ulrich im Team mit Bernhard Hoecker. Und die spielen gegen Bernd Ulrich und Elton, das Amigo-Duell. Herzlich willkommen, guten Abend, meine Damen und Herren. Eine denkwürdige Sendung. Heute mit den Amigos. Wie lange haben wir darauf hingearbeitet, dass das klappt? Aber die haben ja nie Zeit. Die sind so erfolgreich, die sind immer unterwegs, die beiden. Ja, aber heute haben sie für uns eine kleine Schaffenspause, eine musikalische Schaffenspause eingelegt, um endlich bei Wer weiß denn sowas dabei sein zu können. Ja, und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Ja, Karl-Heinz und Bernd Ulrich. Endlich. Ich bin ein großer Fan. Und gleich was Spannendes zum Anfang. Wenn man viel unterwegs ist, auf Tour ist, Autobahnen, Raststätten und so weiter, dann kommt man ja auch an der Currywurst nicht vorbei hier und da. Und wussten Sie eigentlich, dass es zum 70-jährigen Jubiläum der Currywurst in diesem Jahr eine Gedenkmünze gibt? 70-jähriges Jubiläum. Der Currywurst. Ja? Habt ihr Zeit, mal zwischendurch Fernsehen zu schauen? Habt ihr die Sendung schon mal intensiver verfolgt? Ja, zwischendurch können wir schon mal Fernsehen schauen. Meistens sind wir 2 bis 3 Tage in der Woche zu Hause. Und die Sendung habe ich jetzt schon einige Mal gesehen. Und auch seitdem ich wusste, dass wir herkommen, da habe ich sie mir natürlich täglich angeguckt. Sehr gut. Gute Entscheidung. Ich will auch vorbereiten können. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass du die Sendung kennst, wolltest du deswegen auch im Team Bernhard sein? Ja, ganz genau, weil ich, Vielen Dank. Vielen Dank. Das wird dem nichts nützen. Gar nicht. Ja. Ich sag euch, es gibt einen wirklich driftigen Grund dafür, Elton, dass ihr sehr hohe Siegchancen heute habt. Der Bernd ist nämlich ein Siegertyp. Genau. Komm, Bernd, zeig's einmal. Wem soll ich denn zeigen? Na, mir. Na, dem hier. Elton. Der Elton hat's ja auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Zeig sie. Elton. Ja. Guck mal. Elton, bereite dich vor. Ja. Der Bernd ist ein Siegertyp. Elton. Unglaublich, Robert. Das ist unglaublich. So, Elton, jetzt mach deinen Rücken frei. Komm. So wie du hier sitzt, Elton, tippe ich, du bist St. Pauli-Fan. Ja, genau. Ja. Aber St. Pauli und Bayern München ist doch eine große Freundschaft. Also insofern, die wird doch heute Abend nicht zu Ende gehen. Jetzt, beide vorne in der Liga mit. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich unser Publikum verteilt hat. Hinter Bernhard und Karl-Heinz sitzen 69 Zuschauer. Hinter Elton und Bernd sind es 56. So, dann können wir loslegen. Im Grunde spielen wir heute ja auch wieder, wie wir es immer spielen. 12 Kategorien, hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind das Fragezeichen. Clever, Sport, Wohnen, Südsee, tierisch, Technik, Einspruch, Erfindung, die Bahn, Bauwerke und total genial. Ihr dürft loslegen. Was geht's? Ich soll jetzt was aussuchen. Eine Kategorie. Ja, eine Kategorie. Ich nehme Sport. Richtig, das hätte ich auch. Hast du keine Ahnung von Sport, oder? Warum sah der ehemalige FC Arsenal-Profi Sanchez Watt im März 2018 in einem Sechstligaspiel die rote Karte? A. Der Schiri deutete seinen Nachnamen als freche Gegenfrage. B. Er setzte sich aus Langeweile beim Spiel auf den Elfmeterpunkt. Oder C. Er sang ununterbrochen lauthals spanische Volksweisen. Ja. Ja, was machen wir jetzt hier? Ja, wir lesen das jetzt noch mal in Ruhe durch. Also, warum sah der ehemalige, also Sanchez Watt,
hat im März eine rote Karte bekommen. Der Schiedsrichter deutete seinen Nachnamen als freche Gegenfrage. Das ist, glaube ich, diese Idee. Ja. Genau. Wie heißt du? Was? Wie heißt du? Was? Hey, wie heißt du? Was? Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Das könnte stimmen. Aber war das in Deutschland? Weil ja, der nein, das war schon in England. Ja, ja, weil dann ist nämlich Watt, da ist ja Watt keine Beleidigung. Nee, eigentlich nicht. So. Er sang unterbrochen, laut hat spanische what? Volksweisen, glaube ich. Wenn nicht. Wenn er Watt sagt, dann ach so. What? 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 Ja. What wäre vielleicht. Also A wäre wirklich, ist, also jetzt, dann ist das, liegt das Problem nicht auf der Seite des Spielers, wenn der ja, die rote Karte deswegen weiß, bekommen was du hat. Meinst, aber im Elfmeterpunkt sich aus Langeweile hingesetzt hat und die spanische Volksweisen gesungen nee, das hat, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Singt die ganze Zeit spanische Volksweisen, deswegen Sanchez, glaube ich, die Sanchez, Idee. Sanchez, kann. Nee. Ah, ihr könnt ja aufs Publikum fragen. Ja, aber ne? Setzt also, er sich auf den Elfmeterpunkt, kann das sein? Das kann schon gut möglich sein. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Was meinst du? Was meinst du? Naja, also ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wir könnten das Publikum fragen, ob es einer mitbekommen hat. Wenn du dir nicht sicher bist, ich schwanke zwischen A und B. Ich kann nur einmal das Publikum fragen. Doch. Richtig. Und dann lassen wir das erstmal sagen. Du bist mein Partner. Du nimmst die Kategorie Sport und verzichtest auf das Publikum, wofür, wenn wir keine Ahnung wofür haben. Wofür bist du, Karl-Heinz? Für welche wofür bist du? Also ich bin... Ich bin für B. Du bist für B. Und weißt du was? Ich habe von Sport keine Ahnung. Ich halte A für einen Hauch unwahrscheinlicher als B. Es ist deine Kategorie. Es ist deine Entscheidung. Dann lass mich wenigstens die Verantwortung übernehmen. Okay, dann übernimm die Verantwortung. Ich nehme B. B. Alles klar. Ihr sagt, er setzte sich auf den Elfmeterpunkt und ließ ein bisschen die Beine baumeln. Als der ehemalige Arsenal-Profi Sanchez Watt während einer Sechstligapartie des Hemel Hempstead Town FC mit Gelb verwarnt werden sollte, fragte ihn der Schiedsrichter wie üblich nach seinem Nachnamen. Watt antwortete pflichtbewusst, auch auf mehrmalige Nachfrage des skeptischen Referees. Denn dieser deutete seinen Namen als freche Gegenfrage. Er fühlte sich veräppelt und zog rot. Das Missverständnis konnte jedoch kurz danach aufgeklärt werden und Watt durfte weiterspielen. Es ist in der Tat Antwort A. Wir können jetzt gerne Einspruch nehmen, das sind so Rechtsfragen. Warte, hatte Dude da, ja. Ja, ihr hättet sogar den Elten fragen können, der hätte es auch gewusst. Wir haben, ja, ich bleibe erst mal bei 0 Euro. Schon. Das ist ärgerlich, ne? So, dann jetzt. Einspruch. Gilt ein Stolperunfall mit 2 Promille bei einer Firmenfeier als Arbeitsunfall? Ja, da es sich um eine dienstliche Veranstaltung handelt. B, nur wenn Alkoholgenuss im Dienst erlaubt ist. Oder C, nein, da es nicht in der regulären Arbeitszeit passiert. Das ist sehr interessant. Ja, bei wichtig. Der Firmenfeier. Haben wir nicht bald wieder eine Firmenfeier? Oh, wir haben bestimmt bald wieder was bei zu feiern. Der Firmenfeier. Ich glaube nicht, dass das ein Arbeitsunfall ist. Normal nicht. Was ist denn B? Was für Jobs gibt es denn, wo Alkohol im nein, Dienst erlaubt das gibt's ist? Das gibt es überhaupt nicht. Das gibt es gar nicht. In Russland, hier nicht. Es sei denn, du bist vielleicht Biertester oder sowas. Bier, ja, aber das dann, ist... Das, was wenn ich das richtig verstehe, suggeriert C doch, dass wenn ich in der regulären Arbeitszeit, also jetzt gerade hier, mich besaufe und vom Stuhl kipp, ja, dann ist es ein Arbeitsunfall. Aber ist es, aber du sollst doch Alkohol im Spiel. Ja eben, du darfst doch eigentlich kein Alkohol. Nein. Deswegen tendiere ich gerade so ein bisschen tatsächlich doch für B. Für ja, was? Okay, sag mal anders. Für was tendierst du? Also glaubst du, ist es erlaubt oder glaubst du, ist es ein Arbeitsunfall A oder C? Wenn B schließt du ja aus, hast du gesagt, weil das gibt's nicht. Ja. Kommt ihr heute noch mal weiter? Ja, gleich. Gleich steht 500 hier vorne. Nein, ich nicht. Wenn sich's von unserem Display spiegelt. Okay. Ja? Was? Hab ich noch bekannt. Er hat gesagt, bei euch steht nur 500, wenn es sich von Ihrem Display spiegelt. Wir haben ja schon eine Null von den 500, haben wir schon, sag ich mal. Ja, gut. Also, Edmund, sag mal. Wir nehmen dann C. Ja, dann C. Gut, ist eingeloggt und hier ist die Lösung. Als eine Angestellte bei einem Grillabend ihrer Firma stolperte,
brach sie sich das Sprunggelenk. Das Unglück geschah gegen Mitternacht. Später wurde eine Blutalkoholkonzentration von knapp 2 Promille festgestellt. Das Dortmunder Sozialgericht beschied 2018 zu ihren Gunsten. Es handelte sich um einen Arbeitsunfall. Dabei ist entscheidend, dass die Angestellte zu dem Zeitpunkt des Unfalls an einer Betriebsgemeinschaftsveranstaltung, also einer dienstlichen Veranstaltung, teilnahm. Also wir müssen noch einen Moment warten, bis sich hier irgendwas spiegelt. Antwort A ist die richtige. Ja. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Das ist schon mal für uns. Aber jetzt. So, jetzt. Ja. Jetzt. Sag doch mal was. Total genial. Nehmen wir das. Um einen Standmixer von hartnäckigen Rückständen zu befreien, helfen Wasser und A. Milch, B. Gelatinepulver oder C. Eierschalen. Also, wenn wir Wasser schon haben, brauchen wir ja nicht zwingend auch noch Milch. Nee. Außer die Idee ist, die Milch löst irgendwas. Aber ja, dafür haben wir schon das Wasser. So, und jetzt wird Gelatinepulver und Wasser ergibt auf jeden Fall was Neues. Was, ja, was ganz Neues. Aber Eierschalen ist vielleicht das auch... Das klingt gut, oder? Hä? Eierschalen klingt Eierschalen. Gut. Das ja. Wasser ist feucht und die Eierschalen, die raspeln. Die raspeln. Ja, wenn du lang genug machst, ist der ganze Plastikbehälter durch. Dann ist der Rest, aber... Aber ist sauber. Ja, ja, da sind wir jetzt. Sind wir uns beide einig? So wir nehmen C. Wir nehmen C. Aber einig wart ihr euch bei der ersten Frage auch schon, ne? Ja, aber da waren wir nicht, da war die Frage mit uns nicht einig. Da waren wir schon fast einig. Im Standmixer setzen sich häufig Rückstände fest. Insbesondere an den schwer zugänglichen Schneidemessern. Um einen Standmixer gründlich zu reinigen, gießt man erst Wasser ein und fügt dann einige Eierschalen hinzu. Wird er gestartet, zerkleinern die Messer die Eierschalen. Zuletzt kurz ausspülen. Durch die Reibung löst sich auch hartnäckiger Schmutz. Nochmal, sehr gut. Was für ein praktischer Tipp. Und jetzt. Jetzt haben wir die ersten 500 Euro. Guck mal, ob sich's spiegelt. Ja, das hat jeder gewusst. Eierschalen. So, ich habe auch immer Pech mit der Auswahl. Aber wir nehmen jetzt clever. Mhm. Und ich sag Eierschalen. Was erleichtert es, den abgebrochenen Henkel einer Tasse wieder festzukleben? Kleber. A. Eine tiefe bis zur Hälfte gefüllte Schüssel mit Wasser. B. Ein breites mit Küchenpapier belegtes Holzbrett. Oder C. Ein flacher mit Sand gefüllter Behälter. Oder D. Eierschalen. Ich muss das erstmal verstehen. Minimum also, D. Was, bis, Moment, ich muss, okay, du weißt schon Bescheid. Lass mich das zumindest für mich noch mal kurz rekapitulieren. Also, die Tasse ist kaputt, der Henkel ist kaputt. So, der ist ja rund. Lass es dir doch lieber von Bernd erklären. Er hat doch offensichtlich eine Idee. Den muss ich festkleben. Ja. So, was erleichtert es dabei? Eine tiefe, bis zur Hälfte gefüllte Schüssel mit Wasser. Was ist da der Sinn? Ja. Packst die Tasse da rein, bis zur Hälfte. Finde ich jetzt alles ein bisschen komisch. Ein Was war deine sofortige Intuition, Bernd? Bitte? B. Was, du hast du sofort gesagt? Was? Ich habe D gesagt. Ah, D. Hm? D. Ein breites, mit Küchenpapier belegtes Holzbrett. Was soll denn da? Also das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist C. Ja, mit Sand. Ja, weil da packst du halt den Sand rein in einen flachen Behälter, klebst den Henkel fest und dann kannst du die Tasse leicht in den Sand drücken und der Sand hält dann diesen Henkel, also der Druck von unten hält dann den Henkel fest. Also ich kann mir nur C vorstellen. Nehmen wir C. Mit dem C. Hm? Mit dem C. Ja. Gut. Du guckst auf den Tisch. Naja, es klang ja nach einer Idee. Um den Henkel einer Tasse wieder anzukleben, hilft ein mit Sand befüllter Behälter. Die Tasse wird mit der Klebefläche nach oben hineingelegt und der Kleber aufgetragen. Der Henkel wird angedrückt und hält sich nun durch sein eigenes Gewicht in Position. Der Kleber kann trocknen, ohne dass die Tasse wegrollt oder der Henkel verrutscht. So, damit auch für euch. Ja.
Was? Guck mal. Jetzt spiegelt sich das. Jetzt spiegelt sich das auch. Jetzt spiegelt sich auch. Wie geht's weiter? Welche? Wohnen. Wohnen. Im Gegensatz zu Möbeln, die als Retro bezeichnet werden, handelt es sich bei Vintage um A. tatsächlich alte Möbel, B. Möbel, die nur auf alt gemacht sind, oder C. aus recycelten Materialien hergestellte Möbel. Oh Gott. Also, tatsächlich alte Möbel glaube ich nicht. Weil Vintage ist doch dieses, es sieht so aus wie alt. Ist es aber nicht. Ja. Deshalb wäre ich bei... Auf alt gemacht. Ja, auf alt gemacht wäre ich sofort bei B. Ja. Aus recycelten Materialien hergestellte Möbel. Das glaube ich überhaupt noch ganz weniger, weil der Stil der Möbel, egal wie das recycelt ist, das kann ja dann immer noch verschiedene Optiken haben. So, ja. Retro können ja auch neue Möbel sein, die aber einen alten Stil haben. Oder aber man nimmt wirklich alte Möbel. Es gibt doch auch Retro-Klamotten, also Vintage-Klamotten. Ja. Also wir nehmen B. Ihr sagt, das sind Möbel, die nur auf alt gemacht sind. Die beiden Begriffe Retro und Vintage werden häufig synonym verwendet. Dabei beschreiben beide unterschiedliche Eigenschaften. Als Retro werden Möbel bezeichnet, die alte Designs aufgreifen und diese neu produzieren. Vintage dagegen sind Möbel, die tatsächlich alt sind, aber noch nicht als Antiquität bezeichnet werden können. Im Allgemeinen stammen sie aus den Produktionsjahren 1920 bis 1980. Das ist genau umgekehrt. Es ist ein Buddha. Genau umgekehrt. Ja. 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 Ach, kommen wir hin. Technik. 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 Wie funktioniert ein Regensensor am Auto? A. Infrarotstrahlen tasten die Oberfläche ab. B. Eine Membran registriert die Häufigkeit der Tropfeneinschläge. Oder C. Regentropfen verschlechtern das Reflexionsverhalten der Scheibe. So. Funktioniert ein Regensensor. Die Membran registriert die Häufigkeit der Tropfeneinschläge. Weil der, wenn der läuft, in der, das setzt sich aus. Wenn die Scheibe nicht nass ist, dann bleibt er ja stehen. Mhm. Was warst du jetzt für B? Oder was? Ja. Nee, das glaube ich nämlich nicht. Das registriert die Häufigkeit. Weißt du, welches Phänomen es nämlich manchmal gibt? Na? Du fährst Auto, hast diesen Regensensor, dieses automatische Ding an. Ja. Und das Ding geht auf einmal trotzdem an, obwohl das überhaupt nicht regnet. Und meistens ist das so, wenn du vielleicht durch so eine Allee oder sowas fährst, wenn Sonnenstrahlen einkommen und auf einmal geht das Ding los. Deswegen glaube ich, ich habe es nicht gewusst, auch wenn hier Regentropfen verschlechtern das Reflexionsverhalten der Scheibe steht, glaube ich, dass das tatsächlich was mit Reflexion zu tun hat. Glaube ich. Bei mir ist es auch mal passiert, dass die Scheibenwischer anging, ohne dass geregnet hat. Da lief im Radio, it's raining man. Das geht auf einmal an, obwohl es überhaupt nicht regnet. Helden, sag mal. C. C. Was? Und A ist es, wirst sehen. C. Du bist nicht so von so ganz großen Zuversicht jetzt gerade, ne? Warum? Nee, du bist ein bisschen skeptisch. Ja, das ist nur die Anspannung. Ja, das merke ich schon, ne? Ich weiß, dass es richtig ist. Bei vielen modernen Autos steuert ein Regensensor die Bewegung der Scheibenwischer. Er befindet sich meist auf der Frontscheibe in der Klebefläche des Rückspiegels und besitzt ein 2 Quadratzentimeter großes Messfeld. Das Licht eines Senders trifft dort auf die Scheibe, wird mehrfach reflektiert und von einem Empfänger aufgenommen. Regentropfen verschlechtern das Reflexionsverhalten der Scheibe, weil sie uneben sind. Das Licht wird gestreut und nur teilweise reflektiert. Durch die Signaldifferenz an der Empfängerdiode aktiviert die Steuerungselektronik die Wischer. Das ist richtig, Antwort C. Ja. So, damit steht ihr bei 1.000 Euro. Ja, ist los. Sehr geil, sehr geil. Super. Das klingt aber ganz doof an, der Erklärung. Ja, perfekt. Das klingt blöd an. So, jetzt sorgen wir mal für eine Spiegelung des Betrages. Wir nehmen die Bahn. Zu welchem Trick
greift die Deutsche Bahn, um ihre jährliche Pünktlichkeitsstatistik zu verbessern? A. Komplett ausgefallene Züge gelten nicht als verspätet. A. Das erzähle ich seit 4 Jahren auf der Bühne. Mach weiter. Soll ich die anderen der Vollständigkeit? Ja, das Problem ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auch schon sehr lange sehr viel Scheiße erzählt. Du willst die anderen nicht hören? Okay, dann sei mutig, dann lock A ein. Ich bin für A. Okay, dann locken wir A ein. Ich sag auch nicht, der ist ja nicht zu spät, der ist ja nur woanders. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das technisch geht, dass wir einloggen können. Leider nicht. Ja, okay, alles klar. Dann hauen wir es rein. Ja, ist schon gut. Jetzt seid ihr auch noch gegen mich. Okay, also wir haben festgehalten, A wird eingeloggt. Ich lese B und C trotzdem noch vor. Ja. B, Züge, die länger als 8 Stunden fahren, werden nicht einberechnet. Oder C, sturmbedingte Verspätungen beeinflussen die Quote nicht. Und Bernhard, dass du das seit 4 Jahren auf der Bühne dein Programm erzählst, heißt ja noch lange nicht, dass es stimmt. Ja, ist ein Fantasy-Programm. Mhm. Okay. Sagen wir mal so, ne, wenn du es jetzt falsch beantwortet hast, dann kannst du es ja privat ausgleichen. Ja, genau. Mit einer Quote von 74,9% im Fernverkehr und 94% im Nahverkehr verfehlte die Deutsche Bahn 2018 erneut ihre Jahrespünktlichkeitsziele. Pikantes Detail: Ausgefallene Züge werden von der Grundgesamtheit aller planmäßigen Züge abgezogen. Sprich, sie gelten nicht etwa als 100% unpünktlich, sondern existierten erst gar nicht. In der Summe spricht die Deutsche Bahn nur von 1% Ausfall, was immerhin noch rund 140.000 ausgefallene Verbindungen sind. Das könnt ihr jetzt nur noch toppen, indem ihr A, B oder C einloggt, bevor ich die Antwortmöglichkeiten vorgelesen habe. So wird's kommen. Bevor die Frage. Bauwerke und tierisch finde ich, das ist alles doof. Entweder Fragezeichen, Erfindung, aber du kannst, such du dir aus, bist du mit Tieren? Nimm Erfindung. Erfindung. Wodurch wurde Friedrich Gottlob Keller 1840 inspiriert, ein noch heute übliches Verfahren zur Papierherstellung zu entwickeln? B. Okay. Wir halten das fest. Ich lese die Antwortmöglichkeiten aber noch vor. So, jetzt will ich dich aber hören, da oben! Ich lese die Antwortmöglichkeiten noch vor und dann wird B aber auch sofort eingeloggt. Ja? Wenn du hier auf Risiko spielst. Moment, das ist ohne meine Zustimmung. Der hat schnell reagiert, aber. Ja, aber der Sprachcomputer ist auf Eltons Stimme programmiert. Das ist das. Ja. Ja. Also, ich lese schnell noch die Antwortmöglichkeiten vor. Wir zocken, das ist schon alles gut so. Sein Schuh blieb im matschigen Boden stecken. Nein. B. Er beobachtete Wespen beim Nestbau. Oder C. Seine Frau nahm zum Backen eine Paste aus Honig und Mohn. Nein. B. So, B ist eingeloggt. Woher wusstest du das? Ich habe einen Imker als Freund. Und wenn man so die Wespen beobachtet beim Nestbau, wie die mit Matsch und alles das Nest so bauen. Matsch ist A. Ja, aber das hat nichts mit Schulen zu tun. Die kauen das. Und dann entsteht so eine Art Pergamentgedöns beim Nest. Das ist B. Du weißt das wirklich? Aber dann müssen wir jetzt noch, Moment, dann haben wir jetzt ein ganz anderes Problem, weil dann müssen wir jetzt klären, ja, wenn du das wirklich weißt. Nein, ich weiß es nicht, ich habe mir da jetzt irgendwas ausgedacht. Ja, jetzt weißt du nicht, was ich meine. Doch.
Aber weißt du, woher ich weiß, dass der Elton sich die Geschichte gerade ausgedacht hat? Ja. Weil der Elton hat nur zwei Freunde und die sind beide nicht Imker. Weder der Kai noch ich haben was mit Bienen zu tun. Papier wurde bis ins 19. Jahrhundert aus Leinenlumpen hergestellt. Doch aufgrund der großen Nachfrage wurde der Rohstoff immer knapper. Im Jahr 1843 gelang es dem Weber Friedrich Gottlob Keller, Holz unter Druck und mit Zugabe von Wasser zu schleifen. Das Ergebnis war ein dunkles, grobes Papier, das Holzschliffpapier. Die Idee dazu war ihm drei Jahre zuvor gekommen, als er Wespen beim Nestbau beobachtet hatte. Denn als Baumasse verwenden sie morsches Holz, das sie mit ihrem Speichel zu einem Brei vermischen. So. Okay, was ist die nächste Kategorie? Ganz wichtig, nur die Kategorie, kein Buchstaben. Wie kann man die Antwort wissen, bevor man weiß, was für Fragen kommt? Ja, das ist komisch, ne? Wir nehmen Bauwerke. Ja. Was nehmt ihr, Bauwerke? Ja. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so, ich nenne euch erst die drei Antwortmöglichkeiten. Und dann müssen wir die Frage dazu. Und dann sagt ihr mir die Frage dazu. Ja, so wie früher bei Jeopardy. Warum löste am Cape Point in Südafrika ein tiefer gelegener Leuchtturm den ursprünglichen Leuchtturm ab? A. Kapstädter Anwohner beschwerten sich über die Lichtbelästigung. B. Die Sichtbarkeit beim hohen Leuchtturm war zu schlecht. Oder C. Kein Wärter wollte die vielen Stufen zum Turm emporsteigen. Also C fällt schon mal aus, glaube ich. Aber die Sichtbarkeit bei hohem Leuchtturm war zu schlecht, glaube ich auch nicht. Weil, warum nicht? Weil sie eigentlich besser sein müssen. Ja, das denkt man, aber vielleicht ist es genau umgekehrt. Ja. Vielleicht ist das da oben im Nebel sehr oft oder der Höhere ist dafür weiter weg oder es liegt immer so ein Dunst über dem Meer und die Schiffe, die unten fahren, können so den Leuchtturm besser sehen. Deshalb, also C würde ich auch ausschließen. Ja, und A, ich glaube nicht, dass sich die Anwohner beschwert. Das Ding ist da und das war schon immer da, denke ich. Wenn die sich über Lichtbelästigung beschwert hätten, bräuchten die den Turm nicht zu versetzen. Die müssen einfach nur die Stelle, die ins Land reinführt, ganz abdecken genau. Und sowas, ne? Also, ich bin da für B, oder? Bist du auch für B? Ja, ja. Wenn wir beide für B sind, so, wir das ja, dann nimm doch C, wenn ihr beide für B seid. Nee, wir machen B. Wir nehmen B. 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 Alles klar. Ja. Spannende Geschichte, der Cape Point. Der 1859 am Cape Point gebaute Leuchtturm ist selbst gar nicht so hoch, befindet sich durch seine Lage auf einer Anhöhe, aber 238 Meter über dem Meeresspiegel. Trotzdem wurde er 1914 durch einen Leuchtturm ersetzt, der nur noch 87 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Weil das Leuchtfeuer ständig im Hochnebel verschwand, war die Sichtbarkeit des hohen Turms zu schlecht. Also, Fragezeichen. Fragezeichen. Wer einen Linesitter beschäftigt, A, hat keine Lust, Schlange zu stehen, B, braucht keine Leine mehr für seinen Hund oder C, lässt seine Profile in den sozialen Medien von anderen pflegen. So, also das ist immer das Problem, das klingelt mal sofort bei A. Und zwar kannst du dir Leute oder Studenten anstellen, wenn irgendwie Konzerte sind, gerade bei euch, schnell ausverkauft oder die wollen in der ersten Reihe stehen, denen kannst du Kohle geben und die stehen dann für dich an. Und irgendwann kommst du dann abends wieder, dann tauschen die Plätze. Ja, ja. Das ist das, was mir sofort in den Sinn kam. Ja. Das Problem ist, es gibt tatsächlich viele, die lassen sich schreiben. Die lassen diese ganzen, ach, uns geht's so toll und du. Be happy, lassen das von anderen schreiben. Worüber redest du jetzt? Bei C. Ich glaube, dass die sozialen Medien da eine große Rolle spielen heute. Überhaupt bei den jungen Leuten. Dass sie aber warum heißt das Linesitter? Weil die Lines schreiben? Aber das kann natürlich wiederum, dass der Kai sich sowas ausdenkt. Ja, aber ich bin... Sitter ist einer, der sich was... Also, mir mal
Ja, nur weil ich dein Leinsitter auf Instagram bin, muss das ja nicht richtig sein. Die einen warten auf die Autogrammstunde der Lieblingsband, die anderen auf das neue Smartphone. Wer keine Lust hat, dafür stundenlang in der Schlange zu stehen, kann einen Line-Sitter engagieren. Diese Art von Dienstleistung erfreut sich vor allem in den USA immer größerer Beliebtheit. Die Warteprofis können online oder via App gebucht werden. Kostenpunkt bis zu $25 pro Stunde. So. 2000 Euro auf dem Konto. Und wir haben auch Publikum. Ja, und wir haben noch zwei Kategorien, Südsee und tierisch-tierisch. Sollen wir... Und ihr habt jeweils noch den Publikum. Ja, wir haben beide noch das Publikum, deshalb... Ja. Sollen wir Tiere nehmen? Das hat vielleicht mal einer gesehen in irgendeiner anderen öffentlich-rechtlichen Dokumentation. Ja. Wir nehmen... Tierisch. Tiere. Tierisch-tierisch. Und wenn es nicht zufällig um einen Vogel geht, bist du auch weit weg von der Flugangst bei Tieren. Als Ornithologen Dompfaffen beibrachten, deutsche Volkslieder zu singen, stellten sie fest, dass A. die Vögel poppigere Volkslieder präferierten und schneller lernten, B. die Atemtechnik der Vögel Menschen hilft, den Ton zu treffen, oder C. die Vögel innerlich mitsangen, um ihren Einsatz nicht zu verpassen. Ja, ich sag mal so, viel Spaß schon mal da hinten. So, die Vögel poppigere Volkslieder präferierten und schneller lernten als die, als der Mensch quasi. Das glaube ich am ehesten noch. Glaubst du? Ja, die Atemtechnik der Vögel Menschen hilft, den Ton zu treffen, das ist doch... Das, aber um einen speziellen Ton zu treffen, dass man das mit der Atemtechnik macht? Die Vögel innerlich mitsangen, um ihren Einsatz nicht zu verpassen. Dass sie das irgendwie... Lernen. Lernen ja von den Menschen. Ja, dass die dann, aber wieso, welchen Einsatz? Also ich bin, also ich muss mal überlegen, so poppigere Volkslieder, also das heißt, die mögen sowas wie das Wann, dann ist es. Ja, sowas ähnlich. Mögen sie mehr als jenseits des Tales standen ihre Zelte. Ja. Und ihr zwei wart darin und hatten keinen Plan. Gefragt doch eh das Publikum, oder? Ja, ja. Ich würde also, vom Gefühl annehmen. Wir würden vom Gefühl annehmen, aber wir würden natürlich niemals aus dieser Sendung gehen. Insbesondere nicht, wenn wir so ein leicht schwammiges Endgefühl haben, ohne auf die Menschen zurückzugreifen, die schon die ganze Zeit unseren Rücken gestärkt haben. Ja. Also. Und die sich jetzt freuen, endlich. Ja, die werden jetzt ins Licht gerückt. Ins Licht gerückt. Bisher waren sie eine atmosphärische Bereicherung, jetzt sind sie auch noch eine optische. Zu beantworten. Das Publikum. Also wir sind eher für A, so von wegen schnell lernen und sowas. Es findet ja... So. Hallo. Hallo, ich bin Manfred aus Hamburg. Hallo Manfred, ist das Ihre Frau, ihr nehmt ihn? Ja. Hallo. Hallo. Haben Sie eben kurz gefragt, ob Sie aufstehen dürfen? Habe ich das richtig beobachtet? Ich mach's, habe ich gesagt. Ach, ich mach's, haben Sie gesagt. Ja, verstehe. Ne? Ja, hätte ich gesagt. Manfred, haben Sie irgendwas mit Ornithologie zu tun? Also ich kenne einen Pfaffen, das ist ein Pastor. Dom, okay, aber ich würde trotzdem auf A tippen. Okay. Sie sagen, die Vögel präferieren die poppigeren. Die haben es gut drauf. Alles klar. Gut, dann werden wir uns die Dompfaffen mal etwas genauer anschauen und anhören. 2003 untersuchte ein Forscherteam der Technischen Universität Kaiserslautern Tonaufnahmen von Dompfaffen aus den 1960er Jahren. Die Vögel waren darauf trainiert worden, Volkslieder weiter zu singen, die zuvor von einem Menschen durch Pfeifen angestimmt worden waren. Die Vögel schafften ihren Einsatz sehr präzise. Forscher erklären sich dies mit Spiegelneuronen im Gehirn. Bis zu ihrem Einsatz gleichen die Dompfaffen ständig Melodie und Rhythmus mit dem Erlernten ab. Sie singen also innerlich mit. Ah, kann man nichts machen, Mann. Das war nicht einfach. Danke für den Mut. Daumen drücken dann fürs Finale. Und wir müssen ja noch einmal gucken, was Team Elton macht. Heieiei. So, es bleibt bei 1.500 Euro und ihr könnt euch jetzt ein Stück absetzen. Ja. Sieht gut aus. Mit der Kategorie
Ich liebe sie. Wir haben auch noch Publikum. Anders als in den übrigen französischen Überseegebieten wird in Französisch-Polynesien, Neukaledonien und Wallis und Futuna A. das Weihnachtsfest am 14. Juli gefeiert, B. immer noch mit Franc gezahlt oder C. die gleiche Zeitzone wie in Paris angewendet. Ich habe keine Ahnung. So, was ist also anders als in den sonstigen Gebieten? Zahlen die noch mit Franc? Nee. Das heißt, die zahlen denn da auch mit Euro? Zeitzone wie in Paris angewendet. Du meinst, das Weihnachtsfest ist anders? Am 14. Juli ist ja vielleicht etwas zu früh. Also ich kann mir vorstellen, dass die noch mit Franc zahlen, dass da nicht irgendwie Dollar oder Euro verwendet wird. Das heißt, wir sind, also wir fragen das Publikum. Ja. Wir beide sind aber irgendwie jetzt bei B. Die haben noch die Franc, warum auch nicht? Ja. Ja, aber wir fragen es Publikum. Wir sind ein bisschen für B, wissen es aber nicht. Das heißt, also nicht so wie gerade, wir sind uns nicht sicher. Aber vielleicht hat das hier irgendjemand gehört, gesehen. Und vielleicht war ja schon mal jemand in der Frage. Wer weiß denn sowas nicht? Wer weiß denn sowas? Wer weiß es vielleicht? Hallo. Es geht um den Sieg. Wie heißt du? Martin. Okay, kommst du woher, Martin? Aus Minden, der heimlichen Hauptstadt Ostwestfalens. Aha, sehr gut. Martin, warst du schon mal in der Region? Nein. Ne? Aber du weißt ja, aber was ich weiß, dass am 14. Juli der französische Nationalfeiertag ist. Ich weiß natürlich nicht, ob die da Weihnachten feiern. Mhm. Naja, du müsstest dich ja auf eine Antwort festlegen. Also die beiden waren für B, du... Ich würde A sagen dann. Mhm. Okay, Martin sagt A, ihr beide wart für B. Okay. Ja? Dann gucken wir, ob es noch mal 500 Euro dazu gibt. Hier kommt die Lösung. Die französischen Überseegebiete Französisch-Polynesien, Neukaledonien und Wallis und Futuna befinden sich im südlichen Pazifik. Im Jahr 2005 bereits gab Jacques Chirac die Zustimmung, den seit 1945 dort gültigen CFP-Franc, den Franc der französischen Pazifikkolonien, durch den Euro zu ersetzen. Seitdem ist jedoch außer der Zustimmung der Inselreiche nichts passiert. 2014 wurde ein neuer Banknotensatz herausgegeben, sodass von einem noch längeren Verbleib des Francs ausgegangen werden kann. Ah, Martin, das ist tatsächlich die Antwort B. Hm? Also, danke dafür. Wir haben einen Zwischenstand vor dem Finale. Okay. Und der sieht so aus. Bernhard und Karl-Heinz haben 1.500 Euro auf dem Konto. Elton und Bernd haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und jetzt gehen wir mit den Amigos ins Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Musik. Ha. Ja, dann. Hm? Ist ja für beide gleich. Musik, Bernhard, Musik. Ja, ganz ehrlich, Sport lief heute schon gut. Da kann ich mit Musik so weitermachen. Ja, aber mit Musik kennt sich doch besser aus als mit... Ja, das auf jeden Fall. Sport. So, Bernhard und Karl-Heinz haben gesetzt. Ja, komm, wir machen mal. Der setzt sich aber nicht alles. Der setzt vielleicht 500. Ja, könnt doch reinhauen. Der Bernd hat doch, bei dem Erfolg hat er doch ein riesen Dispo. Was denn jetzt? So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Welcher Staudenart widmete die britische Band Genesis 1971 einen Song? A. Katzenminze. B. Riesenbärenklau. Oder C. Lavendel. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Ihr habt jetzt gerade noch mal in allerletzte Sekunde noch mal gewechselt? Ja. Ja? Okay.
Wir brauchten nicht wechseln, wir hatten schon vorher keine Ahnung. Also, beide Teams haben sich für eine Antwort entschieden, haben ihren Geldbetrag aufs Finale gesetzt. Und gleich erfahren sie die Entscheidung. Die Amigos bleiben bei uns, Bernhard und Elton natürlich auch. Wir sind gleich wieder zurück. Sind heute bei uns zu Gast. Karl-Heinz und Bernd Ulrich. Karl-Heinz spielt mit Bernhard, die beiden haben 1.500 Euro erspielt. Bernd spielt mit Elton, die beiden haben 2.000 Euro auf dem Konto. Ist natürlich auch zwischen Karl-Heinz und Bernd ein interner Wettkampf. Habt ihr irgendwas ausgemacht, was der andere machen muss, falls er verliert? Also gibt es da irgendwelche Absprachen? Ich habe nichts ausgemacht, aber es kann sich nur um Ohrfeigen. Ach, kann sich nur um Ohrfeigen. Dann fahre ich mit der Bahn heim. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher Staudenart widmete die britische Band Genesis 1971 einen Song? A. Katzenminze, B. Riesenbärenklau oder C. Lavendel? Schauen wir erstmal, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Karl-Heinz haben 1.500 Euro auf dem Konto und haben gesetzt 500. Elton und Bernd haben 2.000 Euro auf dem Konto und gesetzt 1.500. So, Bernhard und Karl-Heinz haben auf Antwort C getippt. Elton und Bernd haben auf Antwort C getippt. Hoffentlich ist es falsch. Das Album aus dem Jahr 1971, weißt du das, Elton? Du bist ja da sehr bewandert in diesen Themen. Das Album, es gibt da Selling England by a Pound, es gibt da The Catmans, glaube ich, ist das eine. Nursery Crime. Nursery Crime. Nursery Crime. Nee, das kenne ich. Genau, das ist das Album, um das es geht. Wie heißt das? Nursery Crime. Nursery, oh ja, da ist ja auch. Von 1971. Und darauf gibt es einen Song. Ja, scheiße. Die gesuchte Pflanze stammt ursprünglich aus dem Kaukasus. Ja. Ist eine. Das ist B. Einer gehört zur Pflanzenart aus der Familie der Doldenblüter, wird auch Herkulesstaude genannt. Ne? The Return of the Giant Hokeweed. Es ist Antwort B, Riesenbärenklau. Und damit habt ihr den Sieg, denn bei euch bleiben 1.000 Euro übrig. Glückwunsch! Ja. €1.000, das heißt für jeden von euch 14,49 €. Also, vielen Dank für den Besuch. Bernd, Dankeschön. Elton, vielen Dank. Danke an euch. Viel Erfolg für die Tour noch in diesem Jahr. 110 Karat. Vielen Dank. Viel Erfolg fürs Zwischenalbum Best of Fox. Und vielen Dank natürlich auch an Sie zu Hause. Und alles Gute natürlich auch fürs neue Album ab Juli. Das heißt dann Nächte aus Feuer. Die Amigos, meine Damen und Herren. 14,49 € auch für unsere drei App-Gewinner. Danke fürs Zuschauen.